Willkommen zurück zu einem neuen Twin Flame Video. Nach längerer Zeit mal wieder direkt aus dem Sprechzimmer, nachdem die letzte Klientin für heute gegangen ist. Ich erzähle euch ein bisschen von den Erfahrungen, die wir hier heute gemacht haben, weil diese auch für eine große Gruppe von euch relevant sein werden. Wenn du mehr Informationen haben möchtest zu dem, was ich jetzt gleich erzähle, ich werde hier nicht über alles offen sprechen können. Die Gründe sind hinlänglich bekannt für diejenigen, die heute nicht das allererste Mal hier auf meinem Kanal sind. Und für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen. Lass bitte ein Abo da und ein Like unter diesem Video. Und unterstütze den Kanal. Wenn du also mehr von den Themen hören willst, über die ich hier nicht mehr offen sprechen darf, dann komm bitte in meinen neuen Mitgliederbereich. Ich habe extra einen eingerichtet, der nicht mit Google und nicht mit YouTube zusammenhängt und wo ich ganz frei sprechen kann und wo du ganz frei Fragen stellen kannst. Der Link ist unter diesem Video in der Infobox. Klick drauf, komm rein, schau dich um und sei Teil einer neuen Community. Gerade wenn du dich fragst, mit wem soll ich eigentlich noch sprechen? Hilfe, alle Leute um mich herum scheinen völlig von dem Virus befallen zu sein. Gerade wenn du dir also wirklich diese Frage stellst, wie soll ich da noch weiter arbeiten, wo ich arbeite, wie, mit wem soll ich sprechen, wer sollen meine neuen Freunde sein? Hier kannst du dir eine neue Community gestalten, eine neue Gesellschaft gestalten. Neue Kontakte knüpfen, dich oder euch gegenseitig unterstützen, womit die ersten Twin Flames schon angefangen haben. Es gibt ganz viele Pinnwände, verschiedene Pinnwände zu verschiedenen Themen und du abonnierst die Themen, die dich interessieren und liest dann die Nachrichten, die dazu an der Pinnwand sind oder beteiligst dich selbst. Außerdem gibt es zweimal im Monat eine offene Sprechstunde. Die erste wird direkt am 01.01.22 sein. Um 15 Uhr geht es los. Wenn du dich bis kurz vorher schnell anmeldest, kannst du direkt dabei sein. Wenn du nicht dabei sein kannst, weil du noch deinen Kater ausschläfst oder noch spazieren bist oder beim Neujahrskonzert bist, wobei um 15 Uhr ist das meistens schon vorbei, aus welchen Gründen auch immer du mal nicht bei der offenen Sprechstunde dabei sein kannst, kannst du dir die Aufzeichnung im Nachhinein ansehen. Also, es gibt einen tollen neuen Mitgliederbereich. Es gibt für dich die Möglichkeit, ein Teil dieser Bewegung hier zu werden und deine Fragen auch loszuwerden, persönlichen Support zu bekommen. Woran sollst du dich orientieren, wenn deine Gefühle und deine Gedanken dich völlig kirre machen? Er hatte vor einigen Monaten Schluss gemacht. Schluss womit? Das ist die gute Frage. Es war weder ein On-Off, noch war es ein On, noch ein Off, noch eine Beziehung, noch eine Sexgeschichte, noch eine Affäre, weil beide nicht gebunden sind. Also mit diesem komischen Versuch einer Beziehungsanbahnung, einer Beziehungsreaktivierung, hatte er vor einigen Monaten Schluss gemacht. Knall auf Fall, auch stilecht am Telefon. Ich möchte, dass wir keinen Kontakt mehr haben. So hat er sich aus der Affäre gestohlen. Es wurde ihm zu viel und unsere Twin Flamine hat das akzeptiert. Jetzt meldet er sich plötzlich. Er hat sich eine Spritze
geben lassen zum wiederholten Male und ist zum wiederholten Male unmittelbar danach erkrankt, bettlägerig erkrankt, was er so von sich nicht kennt, weil er ähnlich wie Obelix als Kind in irgendwas reingefallen sein muss. Er ist eigentlich quietschegesund, jetzt ist er aber zum dritten Mal krank und obwohl er keinen Kontakt mehr haben wollte, ist es jetzt auch das dritte oder vierte Mal, dass er sich seitdem meldet. Diesmal meldet er sich also aus dem Krankenlager, aus dem Fieberdelir. Und ihr wisst ja, wie das oft so ist, die Männergrippe, das ist immer, da steht alles auf Messerschneide. Und wenn der Mann krank ist, hat er oft Todesangst. Also in diesem State fragt er sich, wer ist die letzte Person, die ich sehen will, die einzige Person, die ich sehen will, wer ist der wichtigste Mensch in meinem Leben? Es wird ihm dann deutlich und er bittet seine Twin Flamine, zu ihm zu kommen. Obwohl, was unserer Twin Flamine mittlerweile dann auch bekannt wurde, eine neue Eva die Bühne betreten hat. Das ist die Spezialität von Eva. Sie tritt dann auf die Bühne, wenn Twin Flamino Unterstützung braucht. So wie wir das von Adam, Eva und Lilith aus meiner fünfteiligen Videoserie, die es hier auf YouTube kostenlos zu sehen gibt, wissen, hat Twin Flamino dieser Reise von euch nur zugestimmt unter der Bedingung, dass er nicht alleine sein muss. Er hatte eigentlich keine Lust auf diese Reise und das war seine Bedingung. Er will nicht alleine sein. Das heißt, es muss immer eine Eva her. Die Eva aus dieser Geschichte von diesem Paar ist tatsächlich schon einige Wochen, bevor er dann Schluss gemacht hat, aufgetaucht. Zuerst im Leben von Twin Flamine, dann im Leben von Twin Flamino. Wir erkennen daran, dass Eva eine Freundin von beiden ist, ja, eine Freundin auf Seelenebene, die im Dienste der beiden steht. Ihre Rolle ist die des Katalysators der Entwicklungen und Twin Flamino glaubte, sich nun für diese Eva zu interessieren und glaubte, da mehr Gemeinsamkeiten mit ihr zu haben als mit unserer Twin Flamine, was auch auf der Ebene stimmt, dass beide ähnlich unerwacht schlafwandelnd durch diese Zeit marschieren. Und es ist ganz klar, dass nur eine andere Unerwachte unseren Twin Flamino aufwecken kann. Die Twin Flamine kann das nicht tun. Er erkennt also unter dem Einfluss dieses Agens in seinem Körper, was ja eigentlich das Gegenteil bewirken soll. Es soll ja eigentlich die Abtrennung von Gott bewirken, die Abtrennung von der Spiritualität und den Menschen noch mehr kontrollierbar und steuerbar machen durch diejenigen, die sich das Ganze ausgedacht haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Der so Kranke erinnert sich daran, was er eigentlich wirklich fühlt. Wen er an seiner Seite wirklich haben will. Nicht die Eva, die neue Freundin, sondern seine Twin Flamine. Im Fieberdelir, mitten in der Nacht, bittet er sie, zu ihm zu kommen. Unsere Twin Flamine, die ja eng mit mir zusammenarbeitet, auch schon eine geraume Zeit und viel auch für sich tut, viel von den Empfehlungen umsetzt und auch viele eigene Inspirationen hat, eigene Interessen hat, ist in den letzten Monaten auch sehr gefasst und weiß nun, was sie will und sie weiß, was sie nicht will. Was sie nicht will, ist ihn mitten in der Nacht zu besuchen, um am nächsten Morgen von der Bettkante gestoßen zu werden
und zu hören, ich habe aber jetzt eine Freundin, danke, tschüss. Das war ihr sofort klar und sie schlug das, lehnte das direkt ab. Ich werde nicht kommen. Ich werde nicht heute Nacht kommen. Ich treffe dich aber gerne morgen, wenn du das möchtest. Also die, also sie hat den Kontakt nicht rigoros abgelehnt. Wenn ein Kranker nach einem Besuch fragt, dann öffnen sich bei gesunden Menschen die Herzen, dann besucht man den Kranken. Und das war das, was bei ihr eingetreten ist. Sie hat dennoch gleichzeitig gesagt, was sie will und was sie nicht will. Und jetzt könnt ihr raten, wie Twin Flamino darauf reagiert hat. Genau, er hat sich nicht mehr gemeldet. Daraufhin hat leider unsere Twin Flamine einen Rückschritt gemacht und hat nochmal nachgehakt. Was ist denn jetzt? Sie ist also aus der Rolle derjenigen, die gefragt wurde, zu einer geworden, die fragt. Die also nochmal nachhakt. Und sie hat auf diese Frage sehr verspätet eine Antwort bekommen, die ihr nicht gefiel, obwohl Twin Flamino dann die Wahrheit sagte, gut, dass du neulich Nacht nicht gekommen bist. Und war dann fertig. Das war also der Anlass, diese Geschichte heute hier im Treatment überhaupt zu erzählen. Sie war dann sehr verärgert. Und so schnell kann das gehen, dass wir, obwohl wir schon im Herzen sind und nur dem Herzen folgen, ganz, ganz flink wieder vom Ego übermannt werden und uns Gedanken machen und Geschichten erzählen, warum das nicht so sein darf und warum das jetzt beschissen gelaufen ist. Und meine Aufgabe ist es, das alles wieder ins rechte Licht zu rücken. Das heißt, die Stellen, die einfach ausgeblendet wurden, zu beleuchten. Schwupp, und dann ist das ganze Bild da und dann geht es dem Menschen gut. Das mache ich auch gerne per Videocall während des Satsangs. Der fängt übrigens auch im Januar an. Da kannst du dich auch noch anmelden und Teil dessen werden. Ich bin da sehr reich beschenkt, begabt, begnadet, damit so etwas aus dem Stegreif anbieten zu können. Und das freut mich total. Das ist einfach noch ein anderer Aspekt meiner Arbeit im Gegensatz zu der 1-zu-1-Arbeit hier in der Praxis, was das Herzstück natürlich meiner Tätigkeit ist. Auch online innerhalb kurzer Zeit die Menschen, die sich da committen, auf diese Art und Weise helfen zu können. Und das werde ich natürlich auch im Mitgliederbereich tun. Du brauchst dich nur anzumelden, dazu zu kommen und kannst auch davon profitieren. Was hatte also unsere Twin Flamine nicht beachtet? Wie ist sie wieder in die Ego-Falle getapst und hatte einige üble Tage? Wie ist das geschehen? Das ist ganz schnell geschehen, weil sie nicht genügend beachtet hatte, was ihre erste Reaktion ist. Jetzt machen wir mit dir zusammen einen Test, wenn du möchtest. Kannst du jetzt an einem Test teilnehmen? Denke jetzt an eine Nachricht, sei es auf deinem Handy oder auf dem Rechner oder im Briefkasten. Eine Nachricht von deinem Twin Flamino oder deiner Twin Flamine. Das muss nicht die letzte sein, das kann eine ältere sein, aber eine Nachricht, an deren Ende du dich massiv geärgert hast oder zutiefst betrübt warst. So wie
die Geschichte, die ich ja jetzt gerade erzählt habe, das fing auch mit einer Nachricht an. Eine Nachricht geht ein und deine Augen erblicken diese Nachricht und als erstes erblicken deine Augen den Absender. Wenn du jetzt deine Augen schließt und dir deine Geschichte vor Augen holst, sei es, dass du am Briefkasten bist und deine Hand reicht in den Kasten rein, um den Brief rauszuholen und zu sehen, ah, Absender, er ist es, oder du erkennst an der Handschrift, er ist es, oder es ist eine Nachricht auf dem Handy eingegangen und du siehst als erstes den Absender oder im Mailfach, du siehst als erstes den Absender. Was ist das? Lass die Augen ruhig zu. Was ist das, was du fühlst, wenn du den Absender siehst? Dein geliebter Mensch. Unsere Twin Flame Mine antwortete, ja, das ist ambivalent. Ich hatte so ein bisschen Sorge, was da kommt. Und tatsächlich ist das das, was du denkst. Du denkst, deine erste Reaktion wäre Ambivalenz. Ambivalenz ist aber das Ergebnis von Gedanken. Bevor du denkst, fühlst du aber etwas. Gott empfiehlt das übrigens auch, wenn du ein glückliches Leben leben willst, handle, bevor du denkst. Handle, bevor du denkst. Der Volksmund will dich genau das Gegenteil lehren, nämlich denke nach, bevor du handelst. Wenn du nachdenkst, kannst du dich aber irren. Denn du kannst jeden möglichen Bullshit für die Wahrheit halten. Sieh dich einfach mal um in der Gesellschaft. Weltweit. Wenn du nachdenkst, kannst du jeden Bullshit für die Wahrheit halten. Wenn du auf deinen Impuls achtest, du kannst dich nicht verfühlen. Wenn du auf deinen Impuls achtest, bist du bei der Wahrheit. Was ist das, was du als erstes fühlst, wenn du seinen Namen, wenn du ihren Namen siehst? Es muss sein, dass dein Herz aufgeht. Es muss sein, dass du lächelst, dass du weit wirst, dass du hell wirst, dass du dich freust. Denn sonst ist das keine Liebe. Sonst ist es nicht der eine oder die eine. Und das ist der Anfang und das Ende der Geschichte. Du freust dich. Punkt. Du freust dich. Punkt. Und danach ist gut, du würdest so eine Gehirnamputation vornehmen, statt weiterzudenken. Du freust dich. Nicht weiter nachdenken. Nimm einfach nur die Freude wahr. Alles, was du danach denkst, im Zustand der Separation, in dem ihr ja alle seid. Auch einige sind in einer Partnerschaft, leben mit ihrem Twin Flame nur zusammen, sind dennoch in der Separation. Und arbeiten mit mir zusammen. Im Zustand der Separation denkst du eigentlich nur Müll. Und das kannst du aber ändern, indem du dich trainierst, indem du daran arbeitest, deine unmittelbare, spontane Wahrnehmung auch zu registrieren und danach mal einen Punkt zu setzen. Ich habe hier das Handy dummerweise angelassen und hier kommen immer so Nachrichten rein. Deswegen greife ich ab und zu in die Kamera. Das ist gruselig, ne, wenn so die Hand kommt. Sorry. Freude. Freude ist das, was die Botschaft, was der Sinn dieses Nachrichtenaustauschs ist, beziehungsweise hier war. Die eigentliche Botschaft ist, egal welchen Stuss ich vor einigen Monaten geredet habe und egal welche Eva ich jetzt wieder wie so ein Schutzschild zwischen mich und dich packe, das, was wahr ist, ist, wenn ich im Fieberdelir liege, Delir, als wäre es ein Säufer. Also wenn ich krank bin, dann wünsche ich mir meinen Twin Flame. Ja, wenn das Ego Pause hat, dann
spüre ich, was ich wirklich spüre und dann erinnere ich, was ich wirklich will. Und das ist die einzige Information, um die es hier geht. Er hätte genauso gut auch sagen können, ich liebe dich immer noch. Und sie hätte das einfach nur zu erwidern brauchen. Alles andere ist Ego, Kram, Bullshit. Ich will aber mal Grenzen aufzeigen. Ich komme nicht nachts. Ich komme aber am nächsten Morgen oder am nächsten Tag. Und dann sagt er, da melde ich mich jetzt gar nicht mehr drauf. Er spiegelt einfach sofort, wenn du als Twin Flamine ins Ego gehst und das, was du gefühlt hast, nicht respektierst, nicht wahrnimmst, dem keinen Raum gibst, macht er das auch nicht und geht auch ins Ego. Und das Ende ist immer Aua. Ich hoffe, das hat dir geholfen und vielleicht sehen wir uns ja entweder hier im Sprechzimmer oder im Satsang oder in der Therapiegruppe, die gibt es auch noch, oder im Mitgliederbereich. Du hast so viele Möglichkeiten. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.